Wir haben seit 20 Kilometern einfach 0 Kilometer im Tag. Wir sind original 1,5 Stunden in eine falsche Richtung gefahren. Wir sind jetzt hier gerade bei Cyril angekommen. Hallo. Hier ist er. Was sagst du zum Chaos hier bei dir? Ja, ein totales Chaos, ja, ganz schlimm. Jungs, wie sieht's aus? Als Vollprofis und routinierter Bergsportler ist das abgesegnet. Ich würde sagen, wir haben voll übertrieben. Wir brauchen das gar nicht alles. Wir brauchen das gar nicht alles? Nee, wir laufen der Wanderung so hoch. Ey, die Wanderung ist einfach so krass anstrengend. Ich hoffe, ich habe in meinem Leben noch nicht so was Anstrengendes gemacht. Das ist schon echt krass. Also ich packe jetzt das wichtigste Equipment überhaupt ein. Klopapier. Und ganz wichtig ist das oben einzupacken. Hast du genug Sonnencreme im Gesicht? Denkst du? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Daniel, was sind so deine Gedanken jetzt vor der Reise? Ich hoffe, die Sonnenbrille passt zu meinem Outfit. Das sind deine einzigen Gedanken vor der Reise? Ja klar, das ist wichtig. Na, dein Ernst? Nach den ganzen Vorbereitungen konnte unsere Reise jetzt endlich losgehen. Die Autos waren komplett voll mit Ausrüstung, die wir auf dem Parkplatz in unsere Rucksäcke gepackt haben. Jeder Rucksack hat ca. 20 Kilogramm gewogen. Daniel hatte den schwersten, was er später noch bereuen wird. Dann ging es mit dem Zug los nach Zermatt und von dort aus mit der Gondel hoch auf den Berg. Cyril hat uns eine Sicherheitseinweisung für die Wanderung auf dem Gletscher gegeben. Falls jetzt einer in eine tiefe Spalte fallen sollte, können die anderen ihn wieder rausziehen. Falls jemand von einer Lawine verschüttet werden sollte, haben wir jetzt diese Lawinensuchgeräte. Wir testen die jetzt einmal und dann sind wir hoffentlich alle safe. Cyril läuft ganz vorne und testet immer mit seinem Skistock, ob da eine Spalte kommt oder nicht. Teilweise sind die komplett einfach verdeckt unterm Schnee und man sieht die gar nicht. Deswegen laufe ich jetzt und schaue immer, ob da nicht vielleicht noch eine Spalte unter dem Schnee sein könnte. Und wenn der Stock durchbricht, dann weiß ich, dass ich dort lieber mal nicht draufstehen sollte. Das ist echt nicht so ungefährlich, hier rumzulaufen. Das ist praktisch wie auf einem Minenfeld wegen den ganzen Spalten. Hier ist jetzt die erste Spalte. Und der Daniel tut jetzt so, als würde er da reinrutschen und wir üben dann, den wieder rauszuziehen. Haben wir jetzt ein Loch in den Schnee und stellen da unser Zelt auf. Leute, genießt diesen Moment. So fertig werdet ihr Daniel diesen Trip nie wieder sehen. Ich will einfach nur schlafen. Meine ganzen Knochen tun weh. Ich spüre jede einzelne Faser von meinen Muskeln ab dem Arsch abwärts. Nachts wird es hier minus 20 Grad und das ist natürlich für Kameraakkus auch eine komplette Katastrophe. Und deswegen habe ich auch die ganzen Kamerasachen hier mit in meinen Schlafsack genommen. Das ist auf jeden Fall sehr bequem. Ich habe hier noch meine Schuhe, damit die nicht einfriert. Julius, willst du mal einen Zaubertrick sehen? Ja, zeig mal. Ah, der fällt ja gar nicht runter. Nee. Der Plan ist jetzt, dass wir hier das Zelt abbauen und dann losgeht auf den Berg. Die ganze Wanderung eigentlich. Guckt man nur so auf den Boden, obwohl die Landschaft hier wunderschön ist. Wir machen gerade Pause, die Sonne ballert richtig und einer hat eine besonders gute Technik, einem Sonnenbrand zu entfliehen. Das ist sehr gut, oder?
Es ist so krass anstrengend hier hoch. Die Strecke ist einfach 10-mal steiler als alles andere. Das geht locker auf 45 Grad hier hoch. Hier, das ist die Strecke. Man sieht das auch. Das ist einfach brutal. Das sind wir jetzt alles schon hochgelaufen. Wir sind von da unten gestartet. Jetzt kommt das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Endlich den Rucksack absetzen. Oh, Junge. Daniel, was machst du da? Ich wasche meine Unterhose. Ich habe nämlich nur eine dabei und die hat schon gestunken. Ich bin jetzt noch mal mit Christopher und Cyril das Gebiet erkunden gegangen, um zu gucken, wo wir das Iglu bauen können. Da oben werden wir jetzt hinlaufen. ...1,15 ist leider nicht genug. Also, wir müssen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Wir machen jetzt hier noch mal einen Test, ob hier genug Schnee liegt. Genau bei 2 Meter. Perfekt. Also, es könnte noch mehr haben, aber es reicht schon mal zum Iglu bauen. Wir buddeln jetzt hier einmal ein fettes Loch rein und gucken mal, ob der Schnee auch geeignet wäre, um hier ein Iglu zu bauen. Also, der hält, der ist super stabil. Der hält echt. Freunde, es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben einen Spot gefunden, wo wir das Iglu bauen können. Ja, endlich! Das heißt, wir werden jetzt gleich wieder runtergehen zu den anderen und dann müssen wir noch mal ganz runter die Schlitten holen. Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir sind jetzt hier in der Schutzhütte. Es ist zwar erst 8 Uhr, aber wir sind alle schon ein bisschen fertig und gehen jetzt schlafen. Ja, es ist immerhin, ich würde mal sagen, so 3 Grad wärmer als draußen. Nee, es geht. Also es ist schon angenehm. Ja. Guten Nacht. Der Weg gestern hier hoch war so krass steil, dass wir die Schlitten unten gelassen haben. Deswegen müssen wir jetzt nochmal mit den leeren Rucksäcken den ganzen Weg runterlaufen und die Sachen dann einpacken und dann alles hochschleppen. Wir haben es jetzt gleich auch schon geschafft. Wir sind jetzt gleich bei den Schlitten. Dann laden wir unsere Rucksäcke voll und laufen den ganzen Weg wieder hoch. Juhu! Daniel hat auch eine ganz besondere Technik. Der ist richtig schnell. Ich war der Letzte. Ich habe alle überholt. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder bei den Schlitten angekommen. Wir machen jetzt die Schlitten auf und füllen alles in Rucksäcke. Alle Rucksäcke sind gepackt, wir gehen jetzt wieder hoch. Jeder von euch hat ein Päckchen zu tragen auf dem Lebensweg, den er geht. Egal wie schwer es ist, aber wenn ihr das mit Freunden zusammen macht, dann kommt ihr immer an euer Ziel an. Das hier wird die Küche. Und was für ein wunderschöner Sonnenuntergang. Also wir haben jetzt 2 Toiletten fürs Camp gebaut. Die brauchen ein paar Tage. Hier ist die Pissecke. Und dann ist hier die Kackecke. Christopher, so kackt man hier? Ja, oder auch für die Leute, die es bequem haben wollen. Janusz, wie war das Geschäft? Sehr gut. Ich habe mit Schnee meinen Popo abgewischt. Wir sind den ganzen Weg jetzt in diesen Schneeschuhen hochgelaufen. Wie effektiv die sind, zeigen wir euch jetzt. Krass, hier oben ist einfach, dass man es nirgendwo mal richtig aufwärmen kann. Es liegt die ganze Zeit draußen, selbst im Zelt sind es halt, also ist ein bisschen windstiller, aber es ist maximal 1-2 Grad wärmer. Es ist schon echt anstrengend, aber es ist auch irgendwie echt sehr geil. Es ist mal eine ganz andere Erfahrung. Sind deine Handschuhe eingefroren, Lorenz? Aber tatsächlich halten sie immer noch warm. Ich arbeite jetzt hier im Steinbruch und säge hier die Schneeblöcke aus. Wir machen die immer einmal so lang wie das Sägeblatt und fast genauso hoch. Und ungefähr so breit wie der Griff, dann werden die immer alle gleich. Also wir machen hier wirklich Millimeter an Millimeter und dann sowas direkt daneben. Aber man muss hier lassen, sie ist fertig geworden und wir sind noch dabei. Wir bauen hier eine Sitzlounge, damit wir alle zusammen essen können.
Für unsere Lounge brauchen wir auf jeden Fall noch Sitzhocker. Die schneiden wir jetzt hier aus diesen fetten Blöcken aus. Man sieht an der Luft, die man ausatmet, dass es einfach krass kalt hier drin ist. Ich zeig das jetzt einmal. Die zweite Nacht im Iglo ist vorbei. Heute Nacht war die ganze Zeit ein Schneesturm. Es ist brutal. Draußen ist auch mindestens 80 cm Neuschnee. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie die Jungs geschlafen haben. Also heute Nacht habe ich echt gut geschlafen. Ich glaube, ich bin nur einmal oder zweimal aufgewacht. Also war echt mega gut. Bis dass ich auch nachts auf Toilette muss. Das war nicht so nice. Aber da habe ich erstmal gemerkt, wie krass der Schneesturm draußen ist. Wenn wir im Zelt geschlafen hätten, das hätten wir nicht überlebt. Also das wäre allein so laut gewesen. Hier drin kriegst du gar nichts mit von dem Schneesturm. Das war echt krass. Also ich würde sagen, das Iglu hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Zum Frühstück gibt es immer eine Riesenpackung Haferflocken mit Nüssen, Rosinen und ein paar Datteln. Schmeckt es denn auch? Das ist richtig lecker, ja. Das Interessante ist, dass es genauso viel Energie verbraucht, Schnee zu Wasser zu machen, wie Wasser zum Kochen zu bringen. Ich habe hier gestern neue Treppen eingebaut, dass man hier richtig gut hochgehen kann. Und die sind einfach komplett eingeschneit worden. Hier oben haben wir eine Lounge gebaut, die ist auch komplett eingeschneit. Es ist richtig viel Neuschnee hier. Ich würde sagen, es hilft alles nichts, aber Julian und ich müssen jetzt hier den ganzen Schnee wieder wegmachen. Hier draußen vor unseren Iglus ist jetzt Aufbruchsstimmung. Die Schlitten werden jetzt hier gepackt. Da wird auch alles gepackt. Hier ist jetzt alles draußen aus dem Iglu und wir gehen jetzt wieder nach Hause. Tschüss Iglu, war schön mit dir. Wir gehen jetzt runter nach 9 Tagen, die gleiche Unterhose anhaben. Freuen wir uns auf jeden Fall, wieder zu Hause anzukommen. Boah, endlich dieses Ding ausziehen. Ich frage mich, ob ich auf normalem Boden noch laufen kann ohne diese Schneeschuhe. Ich merke meine Beine auf jeden Fall gut. Ich fand es echt eine mega krasse Erfahrung, die ganze Reise an sich. Womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, ist, dass wir 4 Tage brauchen, um da hochzukommen und dass es so unglaublich anstrengend sein wird und dass wir dann auch die ganze Zeit das so kalt haben werden. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gezittert, weil mir so kalt war. Die dauerhafte Kälte. Für mich als Kameramann war auf jeden Fall die Kälte die größte Herausforderung bei der Reise, weil ich die Kamera nur bedienen kann, wenn ich halt keine Handschuhe anhabe. Da sind mir die Finger dann oft relativ schnell eingefroren. Das war eine super Erfahrung, so lange in der Kälte zu sein. Und was war die größte Herausforderung? Oh. In der Kälte aufs Klo zu gehen. Willst du so eine Reise nochmal machen oder nicht? Aktuell erstmal nicht, aber in ein paar Wochen kann sich das ändern. Daniel, isst du da gemütlich dein Butterbrot im Schnee? Ja, mit gefrorenem Hummus. Boah, das ist richtig gutes Zeug hier. Wir machen jetzt einen Schwertkampf. Das ist doch alles, geht so nicht.